Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Ellesmar. Hallo. Wir befinden uns immer noch im Gefängnis, wo wir Halsin gefunden haben. Gott sei Dank haben wir ihn nicht umgebracht. Und ja, mir wurde gesagt, ich soll mal das Loch hier. Es ist blockiert. Das musst du machen. Still blocked. But should be easy to clear. Keine Ahnung, mach's. It's your mission. Ich hab, da oben ist eine Säurefiole. Was? Knochen? Ja, dehn mal das Loch ein bisschen. Still blocked. Nothing. Kannst du es angreifen? Oh, man kann das Loch angreifen. Greif mal das Loch an. Ja, nochmal. Ja, ja. Komm. Ja, toll. Und jetzt kriege ich da durch. Ja, bitte. Geh ins Loch. Ladies first. Mit ein bisschen Spucke geht das schon. Dann nochmal den Eiszauber, damit es ein bisschen frostig ist, dann rutscht ja, du das. Ja, warte. Okay, jetzt durch da. Oh, es war ganz rot plötzlich. Oh, oh. Oh. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Oh, jetzt müssen wir alles töten, weil wir Halsin dabei haben wahrscheinlich. Oh, und die fangen auch noch an? Ja, fang mal an. Wer ist er denn? Ja, aber es ist doch eigentlich voll schlecht, Oh, 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 oh. Eieiei, nicht gut. Na, wir wollten doch auch mal rasten, dachte ich. Ja, du hast gesagt, wir gehen durch das Loch. Ich wusste ja nicht, was passiert. Auch Zauberplätze. Wo sind wir denn überhaupt rausgekommen jetzt? Ah, da. Ja, an dem Seitweg von der großen Halle sozusagen, da wo wir vorhin schon mal waren. Da habe ich gar kein Loch gesehen. Direkt vor der Tür sind wir raus. Ach, bei den Sarkophagen. Ah. Oh, wir müssen jetzt alles töten. Ja, ich stehe jetzt auch da. Okay, na gut. Willy Wonka fehlt noch. Willy Wonka? Ja. Ach so. Oh, Moment. Der sitzt hier ganz alleine auf der Bank, seelenruhig. Ja, sonst konnte ich die nicht beide auf die Bank setzen, weil die Gruppe nicht zusammengeführt war. Okay, Kampf beigetreten, Willy Wonka hat gewürfelt. Okay, wer ist das hier? Wer ist denn das? Kann man die nicht irgendwie anklicken? Ach da, ah, also. Wer ist das? Der da vorne. Hat er ein AOE? Nee. Ist das eine normale Aktion? Ja, dann macht er doch das, oder? Anstatt einen normalen Angriff, 7 bis 17. Dann macht er doch hier... Achso, pro Kampf einmal Mehrfachangriff. Aber was heißt ein Mehrfachangriff? Kann er wirklich mehrmals? Ich weiß nicht, was es heißt. Hey, greif an. Bam, Kelle. So, ich bin dran. Ich kann gar nichts. Warum? Warum ist meine Aktion verbraucht? Ich habe gar nichts gemacht. Weil du den Kampf rein bist und die haben dich gesehen. Das verbraucht meine Aktion? Dann darfst du nichts mehr machen. Ist ja beschiss. Na gut, dann halt nicht. Was ist denn das? Gute Beeren. Oh. Ich habe gute Beeren. 36 hat er. Naja, los. Du kommst nicht dran, oder? Er kommt dran. Oh, das klingt nach einem Feuerball. Feuerball. Willy. Willy kann kein Feuerball. Willy kann hier die krasse Kugel der Vernichtung. Warte mal. Er kommt hier gar nicht vorbei, weil der Ball am Weg steht. Weil er muss mal springen. Kannst du noch ein Stück rutschen? Kannst du um den Gegner rumlaufen? Warte mal. Ah, nee, warte. Ich krieg's. Ich mach die Kugel so weit wie möglich nach hinten oder so. Oh, ich krieg alle 5. Wenn wir hier vorne bleiben, ja, krieg ich alle 5. Ja, geil. Mach mal. Alter, jetzt haben sie aber richtig hier die Hada. Hada. Hala. Ja, an dem Walk hier knalle ich jetzt noch eine. Ja, klar. Schubs ihn am besten auch danach, wenn du kannst. Kannst du ihn schubsen? Nee, ist eine Aktion, ne? Ist Bonusaktion. Schubs ihn. Kann ich aber gleich nochmal eine knallen. Schubs ihn da rein. In ja, den Mann und Mann. Schubsen ist keine Bonusaktion. Schubsen ist eine Aktion. Ja, egal. Tu was. Nee, es ist eine Bonus. Wo ist meine Bonusaktion hin? Ach, ich darf mit meiner Bonusaktion jetzt meinen zweiten Angriff machen.
Hä? Kann es sein? Nee. Nee. Aber ich bin gesprungen. Ja. Ja, das war's mit ihm. Okay, ich bin hier irgendwie in der Dunkelheit. Moment. Ah. Ich würde jetzt gern so einen Schritt zur Seite machen, dass da noch ein bisschen Platz ist. Ja, ich kann leider mit Will nicht mehr, oder? Doch, Will müsste... Ach, jetzt kann ich auch. Warte, jetzt kann ich auch noch mit Will laufen, weil du im Weg standst. Dann kann Inissa da hinspringen, ne? Inissa ist noch dran. Ja. Ich gehe mal hinter dich ein Stück, damit ich nicht auf die Busche krieg. Ja, jetzt kannst du mit Inissa springen. Und die, wenn die AOE hat... Nee, Inissa hat keinen Fernkampf, außer den Pfeilen. Ansonsten rutsch ein Stück noch an Alice mal ran, damit der Bär zur Not durch könnte. Ich weiß nicht, wie viel Platz der braucht. Na, wenn der Bär da reingeht, dann kriegt der Damage, ne? Ja, ich weiß. Aber nur, dass das nicht im Weg steht, meine ich. Ansonsten benutze ruhig einen von den Fallen. Oder ich habe ganz viele Zauber. Willst du einen Zauber haben? Ich kann es nicht aufmachen, ne? Warte mal. Da sind gerade neue in den Kampf reingegangen, ne? Wo neue denn? Gegner. Oh, diese komische Sphäre. Ach ja, die sind aber auf der anderen Seite von der Tür. Die kommen, die müssen eine Runde rumlaufen hier. Die sind jetzt halt auch mit im Kampf. Ja. Warum kann ich mein Buch nicht öffnen? Das Buch willst du denn öffnen? Lesen? Hä, warum denn lesen? Ich kann mein Buch nicht öffnen, mein, wo die Schriftrollen drin sind. Hä, warum? Du musst auf Lesen drücken, dann machst du es auf. Nee, das geht aber nicht. Geh nicht auf. Was ist das jetzt? Was willst du denn für ein Zauber? Ja, irgendwas. Ich wollte nur mal gucken, was drin ist. Ich kann es nicht öffnen. So, ja, toll, ich kann es öffnen. Ich habe wieder das Kaputte. Oh Mann, ey. Immer ich. Oh, ja, geil. Ich habe immer das Kaputte, ey. Ach, ich komme oben rum. Der muss nicht außen rum. Ja, aber der braucht trotzdem mindestens eine Runde. Ja, und er wird da drin stehen bleiben, wenn er da reingeht. Und wenn er da beendet, dann stirbt er, oder? Im besten Fall. Er beendet seinen Zug. Ja, egal. Was macht die Kugel? Hä, warum hat er keinen Schaden bekommen? Er steht doch da in dem Ding. Oh, er beginnt seine Runde. Das ist ja mega mächtig. Nee, er steht noch nicht in dem Ding, der Typ. Das ist ja das Problem. So, jetzt hat... Beendet er seinen Zug? Dann kriegt er nochmal Damage. Und das Geile ist halt, dass das schwieriges Gelände ist, ne? Und die sind blind, die können ja keinen Fernkampf da drin machen. Das ist auch... Ah, das ist richtig geil. Aber wir können von draußen reinschießen. Hä, wie geil ist das? Nee, nicht wenn die beginnen und anfangen, sondern wenn die beginnen oder. Nee, beginnen. Nee. Aber er hat nur einmal Schaden gekriegt. Ja, es gibt eine Chance darauf, dass sie beim. Die ihren Zug in diesem Bereich beenden, erleiden möglicherweise 2-12 Säureschaden. Kreaturen, die ihren Zug in diesem Bereich beginnen, erleiden 2-12 Kälteschaden und Kreaturen, die diesen beenden, möglicherweise Säureschaden. Also wahrscheinlich 50-50. Ah, ich verstehe. Also am Anfang immer und am Ende vielleicht. Verstehe. Ja. Zielpunkt nicht erreichbar. Ich könnte hier ein Stück rüber in der Hoffnung, dass ich nicht... Ja, in Nissa... Ah ja, okay, ich stehe nicht drin. Ich lasse den mal da stehen und komme mal mit Nova noch rein. Ich kann ja theoretisch einen AOE reinmachen. Ich glaube, ich kann die nicht... Oh doch, ich könnte. Oh, ich könnte auf Blinde. Oh, ich baller da hinten einen Feuerball rein, oder? Da treffe ich... Oh, und dann kann ich die Leiter auch kaputt machen, theoretisch. Ich würde die Leiter mittreffen, dann ist die Leiter kaputt. Könnte ich nicht mehr rüberklettern? Nee. Also, die würde ich behalten, dass wir da rüberkommen. Das ist sonst voll ein langer Weg dahinter. Manu. Soll ich einen Feuerball reinballern? Ich meine... Ja, aber mach die Leiter bitte nicht kaputt. Ich meine, eigentlich brauche ich nicht, weil die kriegen echt viel Damage, ne? Wir können eigentlich abwarten. Wir können eigentlich durchskippen. Die können ja nicht rausschießen. Die müssen ja zu uns kommen. Ich würde keinen Feuerball nehmen. Du kannst dann einen Feuerpfeil nehmen, so eine Aktion oder so einfach. Ich nehme den hier vorne, der bei uns schon steht. 94%. Und der Rest, der muss ja da durchlaufen. Ja. Und das ist 10 Züge. Wir sollten da nicht reinlaufen. Wir warten das ab, ne? Wir warten es aus. Ja, auf jeden Fall. So, tschüss mit dir. Okay, weg. Oh, ich hätte jetzt spaltende Zeugs machen können. Was ist das? Mondheilung. Ah ja, nee, das wollen wir nicht. Ja, kriegst du erstmal Damage, wa? Sporten kannst du gerne um die Säule rum. Ja, stell dich schön rein. Hahaha. Oh, der ist clever, der geht raus. Hunger von was? Was war das? Ach, das war die Ratte. Hunger von Hadan, die Ratte ist da nicht. Jetzt spielt der Typ die Trommeln. Ja, soll er doch. Komm doch. Oh, er hat was geworfen. Er hat Säure geworfen. Säure!
Kannst du schießen? Bösartig. Oh, nochmal zwei. Ist es normal, dass wir jetzt gegen alles kämpfen müssen? Vielleicht hätten wir uns das aufheben sollen. Nee, also bei mir war das genauso. Vielleicht hätten wir Heizen als letztes holen sollen. Ich musste die auch alle platt machen. Ja? Ja. Na, ein Tod einer Ungläubigen. Also ich meine, vielleicht hätten wir ihn auch vorgaukeln können, dass wir mit denen verbündet sind, aber dann hätten wir wahrscheinlich die Druiden überfallen müssen. Vielleicht. Von hinten kommt jetzt keiner, ne? Irgendjemand in dem Rückenfeld? Nee. Du nimmst den da hinten, ja, weil der gucken kann, ne? Ja. Der hat so ein Guckloch. Ich könnte diesen Hunger von Hadar nochmal machen, ne? Was? Das ist, dass ich zweimal ergreifen darf. Das ist wild, ja. Das ist richtig wild. Oh, an den komme ich nicht dran. Da müsste ich ein ganz kleines Stück nach rechts noch. Geh mal dahin. Dann würde ich den hinteren... Der hier ist weg, oder? Der hat 5. Okay. Oha, Alice hat schon wieder getroffen. Wie macht die das? Weg ist unterbrochen. Warum? Treffe ich euch dann, oder was? Ist halt blöd, wenn wir alle auf einem Fleck stehen, aber ja. Bei mir ist der Weg unterbrochen. Ah, jetzt. Schade. So, jetzt gehe ich wieder weg. Der Weg war schon wahrscheinlich von der Säule unterbrochen. Ja, aber du standst ja viel weiter links als ich. Noch. Also. Ja, aber Pfeile, die haben ja wieder eine andere Flugkurve, ne? Ach so, verstehe. Guck mal, der haut ab, Feigling. Welch? Ach so, oh, wie clever er ist. Der wirft einen Stein. Hä, er hat Abitur. Ey, nicht mein Bären. Ey, nicht mein Bären. Der hat Abitur, anders als du, ne? Ja. Hey, reit mal nicht drauf rum, ja? Oh, das ist nicht so schlimm. Der Bär musste auf jeden Fall raus. Moment, der. Der hat gerade durch die Wand geschossen, ne? Ja, nee, durchs Fenster. Hier ist so ein Fensterloch. Ja, so ein ganz kleines Loch, wo er durch. Ja, ist. Ich pack mal den Bären hier beiseite. Der passt mal hier hinten auf. Ja, der darf nicht sterben, der Halsin. Das ist wichtig. Der passt mal hier hinten auch auf, dass da keiner kommt. Kann er sich nicht. Achso, ist eine Bonusaktion. So, der ist fertig. Abdomen. Kann ich ihn auch hier durch das Fensterloch? Nee, ich kann das natürlich wieder nicht. Wie in dieser einen Folge. Gleich. Ich hab Blitzladung. Ein. Ich mach mal auch gespiegelter Zauber. Hm. 2 bis 20 mittlerweile schon, ne? Ist auch krass eigentlich. Ja, ich probier's. Ich mach gespiegelter Zauber und mach den und den. Ja, war nicht schlecht. Oh, der eine ist tot, der andere steht da. Ich gehe mal nochmal ein Stück hier um die Ecke. Oh, hier ist Blut. So, dann müsste ich außer Reichweite für alles Mögliche sein. Ach, Willy ist auch noch dran. Oh, wow. Hat er so eine Reichweite bis dahinter? Ja, nee. Doch. Ich treffe ihn. Du bist auch noch dran, ne? Ja, wir sind alle noch dran. Du hast Nahkampf. Okay, das hat ja, ihn... Ja, komm da halt. Das weggedonnert? Ja. Okay, wir sind theoretisch erstmal... Wir sollten uns ein bisschen zurückziehen, sodass die nicht an uns rankommen, dass sie gezwungen sind, zu uns zu laufen, denke ich. Dass wir nicht in Reichweite stehen, dass die in dieses... Entweder in dieses Zeug reinlaufen müssen oder außenrum. Warte mal. Nee, von dir. Du gehst mal... Bis wohin komme ich denn? Nee, du gehst dann noch ein Stück nach da. Ja. Säure! Ja, ich denke, das könnte klappen. Wenn die da unten rein... Also dieses Feld da, dieses... Das ist ja wild. Die werden sich dann nicht sehr bereitwillig reinstellen, aber wenn wir sie dazu zwingen... Guck mal, wenn ich jetzt so eine Dunkelheitswolke in das Fenster mache, können die da durchschießen? Ich denke, da kann sowieso keiner mehr durchschießen, weil theoretisch müsste jeder in außer Reichweite sein. Guck mal, aber wenn ich jetzt hier so eine Dunkelwolke auf die da drüben... Achso, da kann ich natürlich nicht hinzaubern durch die Unfrechheit. Ja gut, dann halt nichts. Dann mache ich nichts. Ja, was macht ihr jetzt?
dieses komische Auge jetzt wieder außerhalb vom Kampf ist. Ja, ganz okay, komisch. Sie laufen rein. Oi, oi, oi. Das ist ja richtig dumm. Weiter Rettungswurf. Der tritt. Was? Was? Ey, hier ist so ein Mund, Mann. Oh nein. Ich seh ihn. ja. Theoretisch haben wir ja erstmal. Die haben 15. Die können wir eigentlich kommen lassen, ne? Oder kleine Aois. Hast du kleine Aois? Ich hab gar keine Aois. Sie hätte halt ein. Das ist ein. Das ist ein. Das wäre ein Aoe. Kann den in deinem Gesicht wegmachen. In meinem Gesicht? Ja, wenn der weg wäre, das wäre. Das wäre wild. Wenn du den kriegst. Das wäre wild. Ja, natürlich krieg ich den. Easy. Säure. Okay, das waren schon mal 12. Das waren nochmal 12, der ist nicht weg. Zur Not kriegt der Nissa den. Ja, und dann steht ihr im Weg. Das ist nicht so schlimm. Nissa kommt da nicht. Leck doch Nissa! Leck doch die Enissa einfach mal. Na, also das geht leider bloß pro Kampf, ne? Einmal pro lange. Okay, jetzt kann ich so ein Stück an dir vorbeilaufen, theoretisch. Ja, jetzt warte mal, ich darf doch auch noch ein bisschen bewegen, oder nicht? Ja, guck mal, ich kann auch noch ein bisschen zur Seite gehen. Ja, kommt drauf an, wo. Ja, das war nicht gut. Besser nutzen hat. Mehr kam ich nicht. Der war blöd, weil jetzt muss ich, jetzt kann ich nicht so weit laufen. Ich schön in den. Die Flucht gestellt, ja. Immer gern. Bis wohin kann ich denn springen? Geh mal nach hier vorne. Kann ich hier hinter springen? Oh ja, ich kann hier hinter springen. Okay, dann springe ich. Na, also geht doch. Zack, dann springe ich an dir vorbei. Und dann könnte ich Säurespritzer, den Zauber, den ich. Ach, einer ist tot. Achso, da brauche ich. Ah, ne, sind beide. Warte mal. Ne, die sind dann beide am Leben. Soll ich nochmal gespiegelte Zauber? Ich könnte auch gespiegelter Zauber machen. Aber es. Naja, eigentlich brauche ich die Zauberpunkte ja nicht, ne? Eigentlich ist es egal, also ich kann die ja. Damage am Anfang der Runde. Was? Bitte? Wenn die wieder dran sind. Die kriegen eh nochmal Damage, wenn sie wieder dran sind. Ja, aber ich könnte beide treffen dann. Also die Zauberpunkte muss ich ja für nichts aufheben. Das ist ja bloß, um hier meine drei Sachen zu machen. Entweder beschleunigter Zauber. Vor allem kriegst du den nicht auch jedes Mal wieder, wenn du so einen Platz benutzt oder so. Nee, ich kann die umwandeln, aber ich glaube, ich kriege die, wenn. Pro lange Rast, ist egal. Aber ich kann die ja bedenkenlos einsetzen, ist egal. Ich mach mal hier Feuer. Hier, damit die sterben, wenn die da reingehen. So. Oder ich sie einfach umbringe. Na gut, dann gehe ich hier noch ein Stück weg. Und dann war's das. Ach, Bärmundmann ist noch dran. Bärmundmann macht nichts. Und Willi ist noch dran. Na, Willi, du kommst hier nochmal ein bisschen in Reichweite und machst hier nochmal Zauber. Du dumm, sagt er. Weg damit. Ja, das war ja schön. Er ist ja voll abgefahren mit dem Feld, oder? Ja, ist halt riesig. Das, also blockiert schon viel. Guck mal, jetzt kommt der auch noch. Was ein Trottel. Ja, die gehen da alle rein. Also was wirklich. Trottel, richtig das gut, dass ich diesen Hunger von Hadar genommen habe. Der ganze Loot, der da drinnen liegt. Oh, da waren 9. Oh, das war's schon mal mit ihm? Schön. Och. Oh, der schießt durch das Loch. Durch das Mannmundloch. Darf ich zurückschießen, oder? Ja, wenn du es schaffst. Nee, der hat. Oh, der ist schlau, der hat es extra so hingestellt, ja, dass der da. Der hat auch Abitur. Der hat einfach auch Abitur, ne? Hä? Das ist wieder so eine Sache, da können nur die durchschießen, ne? Wir können das wieder nicht. Ja, ist halt echt so. Pech. Na, dann geh ich jetzt hier hinter ins Eck, ist mir egal, der ist. Ja, ist mir auch egal, ja. Komm noch. Hemmung, Feigling. Ja, Abiturgnom, Alter. Oh, er hat richtig. Alter. Er hat richtig Abitur. Oh, er hat studiert sogar. Ich bin blind, warum bin ich blind? Wegen der Wolke. Welche Wolke denn? Der hat da so eine dunkle Wolke gemacht. Du? Nee, der! Ach so. Sag mal, machst du denn sowas? So, jetzt müssen wir eigentlich bloß warten, bis die Wolke von Hadar. Wie lange geht das? 10 Züge, ne? Ja. Die können wir aussitzen. Die müssen wir eigentlich aussitzen.
Ja, dann können wir looten, dann ist da richtig viel. Nee, warte Loot. Mal, Will kann die auch abbrechen. Ja? Weil die läuft doch über Konzentration unten links unter seinem Klassensymbol. Oh. Oh wow, krass. Oh wow, krass. Geil. Mir nämlich vorhin aufgefallen, dass man Zauber, die über konzentriert abbrechen kann. Loot, 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 loot. Oh, hier ist eine Fackel. Aha, hier ist ein Pilz. Hier ist sowas. Ist sowas? Ich würde jetzt mal nicht da hochgehen, weil am Ende sieht uns das Auge wieder. Nee, wir gehen außen rum, ne? Nee, ich würde schon da hochgehen und da drüben direkt den nächsten abschlachten. Nee, ich würde außen rum gehen. Meinst du hier drüber? Ich würde wahrscheinlich außen rum. Ich würde den langen Weg nach außen gehen in die große Kammer. Ich würde erstmal schlafen gehen, Mäusekin. Ja, das unterstütze ich. Das hatten wir sowieso vor. Komm, wir treffen uns mal hier vorne irgendwo. Nur kurz sortieren hier, ein bisschen aufräumen. Kommt Heißen denn jetzt mit in unser Lager? Nee, der bleibt hier stehen. Where are you going? We have work to do. Enemies to kill. Oh, das findet er gar nicht. Dies muss fürs Erste warten. Natürlich, wir konzentrieren uns darauf. Okay, wir töten erst alles. Okay, ja, wir töten. Oh, aber das heilt ihn. Das war ja praktisch. Okay, ich hab gecheatet. Ja, alle durch die Säure ist okay. In Ordnung. Ja. Hast du noch einen Heiltrank? Nimm noch mal einen Heiltrank. What am I needed? Vorsichtshalber. Alright. Das mal? Ja. Sortier gerade. Hast du noch einen Heiltrank? Ich hab nur 20. Ah ja. Wird knapp. Ja, wird also langsam ist es ganz schwierig hier. Schädel-Schädel-Latte. Okay, wir haben aber schon mal ordentlich. Ich geh schon mal ein bisschen gucken hier. Also du würdest gern außen rum gehen. Okay. Ja, ich habe schon mal einen Kampf begonnen. Kannst noch dazu kommen? Ich dachte, ja, ich muss dazu kommen. Ich brauche die XP. Looten und leveln. Leveln und looten. Leveln. Boah, ich würde da unten gerne richtig einen Feuerball reinballern. Sind das wieder viele. Oh mein Gott. Ich würde da unten wirklich gerne einen Feuerball reinballern. Ja, mach doch. Keiner hält sich auf. Wirklich, nur um es mal zu sehen. Ja, mach. Los, töt sie. Boah. Zwei ist schon mal aus dem Leben genommen. So, und jetzt habe ich so eine Blitzladungsgeschichte und achso, ich kann ja erst laufen noch. Ich laufe. Big German Beast! Hier erneut einen Monat für Stufe 1 abonnieren. Danke für dein Abonnement! Wir kommen im zweiten Monat. Die Abo-Falle hat zugeschlagen. Danke dafür. So, ich bleib mal hier hinten. Und ich bin fertig mit dem Zug. Oh, der hat Rüstung von Agathe. Ist nur schlecht gegen Nahkampf, ne? Ja. Zauber triggern das nicht. Spoten? Oh, okay, die sind da oben. Wer sollen sie da kommen? Die müssen über die Treppe kommen, ne? Hä, wo laufe ich denn schon wieder hin? Ich habe doch gar nichts geklickt. Die müssen über die Treppe kommen. Hä, er hat plötzlich keine... Cool, er hat... Er ist einfach zurückgerannt und hat keine Bewegung mehr. Also ich könnte jetzt hier nochmal so ein Feld von Hagar machen. Ja, mach theoretisch. Mal. Mach mal, los. Trau dich, Fackling. Jetzt kommt er mir so. Jetzt kommt er mir so. Die müssen ja theoretisch... Naja, es gibt vielleicht auch welche, die hinten rum... Soll ich? Wirklich? Es ist halt der zweite Zauberplatz, den er hat, ne? Danach ist Ende mit Zauberplatz. Ja... Achso, wir dürfen ja nicht rasten. Nee, dann hebt lieber auf. Also momentan ist noch nicht brenzlig genug, ne? Hebt lieber auf. Ich meine, da kommen ja noch zwei krasse, die Bosse von denen und so. Ja. Dollar!
Oh shit, ich hab mal. Oh, das hat eben richtig doppelte kritisch. Ich habe seine Leiche sogar noch gekrittet. Oh wow. Okay, das war gar nicht so beabsichtigt. Ja, cool. Können wir da vielleicht euch ein bisschen zerstreuen, damit wir durchkommen? Wollen wir Volo mitnehmen? Vielleicht ist es unser Bade. Vielleicht kriegen wir den auch noch. Ich bin mal. Das können wir dann machen. Oh, ich hätte ja auch einen. Hattet ihr nicht irgendeinen Nahkampf? Ah, Vampirgriff. Oh ja, Vampirgriff, dann kann ich mich doch heilen die ganze Zeit. Aber ist auch ein Zauberplatz, das mache ich lieber gegen die Bosse, ne? Ja. So, Bärmundmann, der hat wieder volles Leben, weil er sich gecheatet hat. Also wenn man versucht zu rasten, dann heilt er sich von alleine, weil er kurz nicht zur Gruppe gehört. Voll gut. Ich stelle mich mal nur hier vorne an die Ecke. Und lass die kommen, damit die nicht auf mich schießen. Hauptsache, die kommen dann vorbei. Na, ich hätte ihn da vorne hingestellt, damit die nicht auf mich schießen. Oh, die können hier vielleicht durch das Loch durchschießen. Was ist denn das? 13 von 13 plus 5 plus 5? Ach so, der hat eine Rüstung. Ach so, so sieht das aus, wenn die Rüstung haben. Okay, haben wir vorher auch noch nie gesehen. Wenn was Rüstung hat. Temporäre Trefferpunkte. Der hier draußen, der Hexenmeister Grease, der ist... Wann ist denn der dran? Der ist nach Terranova dran direkt. Der hat verwünschten Effekt drauf. Das ist dir bestimmt. Und der hat 13 von 13 plus 5 von 5. Also das habe ich schon mal gesehen hier in dem Spiel. Du hast dir es wahrscheinlich noch nicht aufgefallen. Echt? Haben wir sowas schon mal gesehen? Ja. Ist schon mal die Serung? Ja. Du hast nichts gesagt. Aber was halt mit so einem Hauptschulabschluss, da sieht man sowas ganz schnell. Entschuldigung. Bist du jetzt so? Warum reitest du jetzt auf meiner Bildung rum? Ich darf das ja nicht. Ich darf ja nicht das geheime Wissen ausplaudern. Ja, du darfst gar nicht hier mich so böse behandeln. Wie böse er ist, ne? Ich bevorzuge Garst. Oh, habe ich schon zweimal? Ach so. Ja, habe ich schon zweimal Feuerball geschossen? Ja, ich glaube schon. Echt jetzt? Nee, bei dem anderen habe ich doch nicht Feuerball gemacht. Hä, doch im Knast hast du doch schon mal Feuerball benutzt, oder nicht? Echt? Nee, glaube ich nicht. Dafür gibt es keine Zeugen. Dann gehe ich jetzt mal nach hier vorne. Bin mal mutig. Ich kann es mir leisten. 7. Was? Hier treffe ich nicht, oder was? Doch, hier. Mach. Ja, nimm halt den. Den auch nicht? Fuck. Ja, dann nur den hier, oder was? Ja, dann nimm halt den. Bam, weg mit dir. Oh. Schrei. Schmerz erfüllt. So, und du schießt jetzt hier durch, ne? Ne, er kommt spurten. Okay. Gut, dass er hier nicht durchschießt. Ja, mit deinem Spurten kannst du gar nichts Mäuschen. Du musst auch spurten, oder? Wurdest du? Oh, du machst Übelkeit auf Will. Fehlgeschlagen. Schön. Oh, da könnte ein... Ja, der hat nur einen Zauberplatz. Das nervt mich. Oh, Weg ist auch unterbrochen. Man muss so... Warte mal, der kann mich treffen, aber ich ihn nicht? Das glaube ich ja wohl nicht. Doch, ich könnte ganz knapp sein kleines Köpfchen. Könnte ich. Ach, ich bin mutig, oder? Der hat 38 plus 8, also ich glaube, der hat gerade am meisten Lebenspunkte sogar. Aber nicht die stärkste Rüstung. Geh mal nach vorne. Was ist das hier? Gift versprühen. Oh, Gift versprühen wäre ein AOE. Was kriege ich nicht? Kannst du den Bären aus dem Weg bewegen? Theoretisch. Also ja. Nach links oder rechts von ihm aus? Warte mal. No choice but to keep going. Ja, ich komme hier nicht dran vorbei. Also, wohin? Wo soll er hin? Also, das. Könnt da hinlaufen. Ja, Hauptsache, ich komme zur Treppe mit meinem. Ah. Ich stelle ihn mal da hin. So, Willy Billy. Die haben alle halt keine großen Lebenspunkte, ne? Ich könnte die alle aus dem Leben nehmen, aber
Oh, er kann. Ja, es kostet alles einen Zauberplatz. Heilige Flamme ist nur einer, ne? Strahl? Ja, Strahl ist halt das Beste eigentlich. Ich versuch mal ihn und ihn. Zack, weg mit dir. Oh, mit dem kann ich sprechen. Ja, okay. Bild? Ja, du. Na, wir können ja nicht mit dem sprechen, weil wir ihn umgebracht haben. Das fand er ja nicht so cool. Ich könnte ranlaufen, um zu verhindern, dass sie angreifen. Also, dass sie halt. Warum hat der denn Schaden gekriegt, eigentlich, der Bär? Warum? Magic. It's a magic. Na gut. Wie wir alles umbringen müssen. Standard. Normaler Samstagabend. Aua. Oh, der kriegt aber auch richtig Damage, der Bär, ey. Oder drüben ist ja noch einer. Naja, wir können ja cheaten. Wir können ja sagen, einfach wir gehen schlafen und dann passt es wieder. Was ist der da unten? Der hat jetzt 13 und der 5. Säurespritzer? Soll ich es nochmal probieren? Einmal noch Säurespritzer. Oh, es hat mal funktioniert. Bin begeistert. Ja, wir kämpfen uns so langsam nach vorne, ne? Ja. Ach, er auch noch. Oh, nicht im Nahkampf. Ja. Kriege ich den? Was macht der Bär? Warte. Virulon. Klatscht dem hier um. Zack, das war's. Und dann geht der wieder ein Stück zurück, weil er hat echt schon kassiert. Ja, du darfst den halt nicht. Na, den da unten kann ich noch geben, ne? Ja, aber den darfst du nicht im Nahkampf treffen. Ne? So. Dann kriegst du Damage. Dann gebe ich dir was mit Pfeil. Ja. Ja, mach du zuerst. Sehr schön. Okay. So, wer ist jetzt dann noch? Ist der da hinten? Der am anderen Ende vom Raum. Ah ja, okay, den. Pff, da kommen wir gar nicht ran. Haben wir eigentlich schon mal ausprobiert, ob ich den Nissa als improvisiert. Nee, ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert. Als improvisierte Waffe. Ja. Mensch. Mach Spurten. Hast du nicht Spurten? Habe ich doch schon. Achso, sie hat schon. Achso. Kommst du ran an den? Nee. Oh ja. Gar nicht schlecht. Kommst du mit Inissa noch dran? Oh ja, sehr schön. Der hat eine kaputte Laute. Der hat einen Schlüssel. Einen Schlüssel des Folterers. Der hat Schriftrolle. Ich habe einen schmutzigen Schlüssel noch. Geil. Wo der wohl gesteckt hat. Na, oder für welchen schmutzigen Raum der wohl ist. Was ist denn hier eigentlich mit diesem... Kann ich jetzt eigentlich meine Tasche wieder öffnen? Ja. Dein Buch. Was ist denn hier mit diesem Mann? Wo ist denn der hin? Können wir jetzt bestimmt befreien. Der, ich glaube, der dachte sich so, das ist nicht mein Problem und ist nach Hause gegangen. Blutiger Schwein. Ich kann einen Heiltrank haben. Welchen Heiltrank? Achso, ich sag nochmal kurz lange Rast. Warte, ich speichere kurz und sag nochmal lange Rast. Das müsste ja heißen heilen. Weil er dann kurz nicht zur Gruppe gehört. Ja, er heilt sich. Ja, du hast recht. Mhm. Ja, natürlich. Konzentrieren wir uns darauf. So, Full Life. Schön. Das ist ja. So schön. Puh, kann ich nichts dafür. Das ist ein Feature. Schrift der Willigen, Noxi. Schrift der Willigen.
Das ist doch voll was für dich. Ja, nee, du bist doch hier der Geschichtenerzähler. Warum kriege ich denn hier so immer Sachen? Da, ich habe sie hier im Schrift der Willigen. Sachen sogar, die... Oh, hier ist ein Speer. Schadiger Speer. Qualvolle Klingen. Gefolterte Kreaturen können einen Nachteil bei Rettungs... Gefolterte Kreaturen? Okay. Haben wir nicht. Ist irgendein Effekt? Nee. Könnte man aber werfen. So, das hier ist alles nicht für mich. Das da bis... Das da. Alles... Ja, wenn du es aufhebst, dann geht's halt zu dir, ne? Ja, aber das ist schon als Ware markiert. Das habe ich sicherlich nicht selber gemacht. Achso, das war bei dir drin. Das habe ich auch nur als Ware markiert, ich erinnere. Alles zu Inissa. So, hier. Nimm das. Das Buch. Ehrlichkeit, Liebe, Zorn. Viele Eigenschaften sind göttlich. Ah, spannend, spannend. Nächste Seite. Und sie liebt euch dafür. Toll. Hier, Inissa, wo ist mein Buch? Wenn du es verschiebst, kannst du es wenigstens als Ware machen. Theoretisch? Jetzt habe ich schon, aber welche müssten vorher alle Pflanze auch schon voll viel. Soll ich hier mal die Folterbank? Achso, warte mal. Nicht genügend Platz? Wie, nicht genügend Platz? Die Folterbank aufzuheben? Ja, ich wollte die nur entsperren. Sprich mal mit Liam. Hallo. Please, please. Let me out. There's no reason for this. Lass mich raus. Ich bin wegen des Nachtlieds hier. Wo ist es? Ganz ruhig, ich lasse euch nicht hier. Fingerfertigkeit. Schloss knacken. Seine Fessel mit dem Schlüssel aufschließen. Ja, ich bin wegen des Nachts. Wirklich? Ich speichere. Keine Ahnung. Erzählst auch schon wieder böse Sachen. Wo ist es? Somewhere underneath the temple. There's a hidden passage. Brian had instructions, but the goblins got him. Okay, müssen wir noch befreien, ne? They said they'd eat him. Please, please. These shackles. I don't want to die. Ich lasse euch nicht hier. Thank you. Thank you so much. Ja, soll ich aufschließen? Ja, wir haben ja den Schlüssel. Das ist bestimmt der Schmutzige. The lock clicks and opens. The lock clicks. Kommst du in unsere Gruppe? Komm in den Clan. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Was wollten die Goblins von euch? The grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Wozu genau ist das Nachtlied? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Laroakan would reward us if we found it. That's all. Okay, ciao. Geht er jetzt? Wo geht er hin? Oh, hier gibt's einen geheimen Passage. Oh, da renne ich aber mal hinterher, oder? Die führt bestimmt nach draußen. Ja, wir gucken mal, wo die Führung ist. Vielleicht gibt's ja noch Sachen, die man finden kann. Will? Ja, Will kann springen. Hier ist zum Beispiel ein Skelett. Er hat einen Stein für mich. Ich habe einen Stein für die. Aha, und hier ist einfach nix. Der hat sich ja raufgelöst, der Typ. Hacker. Ja, so kennt man sie. Frech. So kennt man die NPCs. Die Spawnerung hat er gemacht. Wir können jetzt noch Volo helfen. Ja, jetzt schon? Wird das alles bekämpfen? Na, aber hier ist jetzt schon zu nichts mehr. Na, jetzt ist hier nichts mehr, das uns auffällt. Okay. Der wird sich ja wahrscheinlich auch wegteleportieren, so wie der andere einfach. Vielleicht. Ja, ich gehe stark davon aus, dass sie so funktionieren, die NPCs. So funktionieren die. Schnell, das Schloss knacken.
Ah, ein Jutesack. Schuhen drin. Habe ich nicht einen Schlüssel dafür? Ich hab doch. Da. Look at this! I'm quite saved! A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Wisst ihr, was noch die Zeitalter überdauert? Gold, ihr schuldet mir was. Ja. Oh, what's a bit of metal between allies, hm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Gib mir Gold. Ihr sitzt ja schon in der Patsche. Wie seid ihr gefangen worden? Das Joch ablegen? Ja, wie wollt ihr das anstellen? Suche keine weitere Begleitung. Ihr geht eures Weges, ich meins. Oh. Sucht mein Lager auf. Dort reden wir. Wenn wir sich. Ja, erstmal. Hallo. Wer bist du denn hier? Was ist hier? Was ist passiert hier? Wie seid ihr gefangen worden? By design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful too. I'd be happy to share my findings. Once we've found somewhere safe to parley. Das Joch ablegen? Wie wollt ihr das anstellen? An invisibility potion, my friend. A bit less refined than your mendacious method, but by God, it'll do the trick. Hat aber recht. Ja, wir nehmen ihn mit, ne? Der geht ins Lager. Ja. Aber ins Lager. Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Aha. Und weg ist okay, er. Ciao. Tschüss, Volo. Volo-Mann. Ach, die Ratten laufen. Ich dachte gerade, wer läuft da drüben rum? Das sind die Rattenmundmann. Rattenk. Kann. Was ist denn jetzt hier mit diesen beiden Händlerboys hier? Sind die auch weg? Warte mal, hier vorne, hier war doch noch voll viel los eigentlich, oder? Waren die nicht super viele Leute? Ja, an dem Gang waren noch Wachen. Ja, aber hier ist keiner mehr. Ach, da! Vielleicht kamen die schon. Nee, da vorne sind sie doch. Ja, bevor wir nach draußen gehen, sollten wir hier drinnen aufräumen. Ja, ich wollte hier draußen nur den Weg freimachen. Dachte, wenn wir schon mal da sind, dann können wir hier auch mal ein bisschen... 15... 15? Soll ich nochmal gespielt? Ah, ich muss ein bisschen auch aufheben. Hier, Säurespritze. Nicht genügend Bewegungsrate? Warum? Ich muss da stehen, um den zu treffen? Warum das denn? Ja, frech. Was? Nee, dann gehe ich zurück. Ist ja wohl eine Frechheit. Ich bleib hier. Macht doch, was ihr wollt. Ohne mich die Nummer. Hä, warum kann der da nicht raufschießen? Ach, das geht, oder was? Nee. Hä? Der kann irgendwie durch die... Ab der Tür ist das schon unterbrochen irgendwie. Irgendwie kann man durch die Tür nicht durchschießen. Ich bleib hier. Mach doch, was ihr wollt. Ja, ja. Touch mal. Oh, die spruten beide. Ja, jetzt seid ihr. Jetzt habt ihr ein Pech. Willst du zuerst? So, vor dem Bär, ja. Ich glaube, hä, wer ist denn noch dran? Fuck. Oh, der Bär kann springen. Spring, Bär! Oh nein! Och, ich bin dumm. Ach ja. Naja, der hat ja eine Heilung. Der kann ja heilen. Kann er jetzt springen? Nee. Ach, bleib doch einfach da. Geht schon. Ui. Das war der Kaiserschnitt. Ja, trotzdem ausgewischt. Ich find's gut, dass ich damit den Nissa nicht treffen kann. Ja. Und Bärmundmann. Ja, Schwund. Den kann man als Schwund abschreiben. Das erzähle ich beim nächsten Feuerball. Ich
Nee, das zählt ja nicht, weil der kann sich heilen. Der kann hier irgendwelche Cheat-Heilungen machen. Ich kann das nicht. Das eigene Spielmechanik. Ich kann dich durch die Tür durchzaubern. Das ist ja super dumm. Ja, Pech. Ja, wow. Jetzt hast du den getötet, der... Ja, egal. Da oben steht noch ein. These boots have seen everything. Mit dem Bär? Kann ein Bär laufen? Bär lauf mal. Bärlaufmann. Der Bärlauchmann. No holding back. Okay, Spiel, wenn du meinst, dass das der richtige Weg ist, dann machen wir das. Wo ist denn der Rest? Da oben sind noch zwei, ja. Okay. Oh, die schießen doch jetzt auf Dämon, Mann. Aha. Oder auch nicht. Hast du geschossen? Ja, mein Spiel hat mir auch. Seit wann kannst du. Ich hab schon die ganze Zeit einen Bogen. Ja, aber seit wann kannst du so krass schießen? Guck mal, wo ich hingelaufen bin. Ja, aber seit wann kannst du zielen, so richtig? Was du triffst? Ja, nee, das war ja Alice mehr und nicht Enissa. Ja, ist egal. Nee, Enissa trifft nichts. Alice mehr, der trifft. Der trifft meistens schon noch. Das ist auch noch meistens. Einer. Ja, Mann, Mann. Ja, auf beiden Seiten ist noch einer. Jetzt sind wir ja schon wieder dran. Ja. Gut, gut zu wissen. Was genau? Dass wir schon wieder dran sind. Hm. Komm nicht ran. This is my time. Finding my way. Hat super, super viel im Weg. Kann der Bär da hochklettern? Kann er Treppen nehmen? Nicht erreichbar. Nö. Ach, dann geh doch einfach wieder, Bär. Komm. Geh in dein großes blaues Haus und dann ist gut. Bild. Na komm. Na komm. Ziel doch richtig. Dankeschön. War da. Schön. Nice. Geh doch. Gewollt. Ab und zu. Ab und zu geht's doch. Ich höre die Musik von draußen vor der Türe. Sind die auch noch alle Türen? Draußen. Vielleicht kriegen die es auch nicht mit, wenn wir hier drin alle abschlachten. Ich weiß es vielleicht nicht. Ich meine, solange wir hier keiner reingucken, dürften die ja eigentlich nicht wissen, dass wir hier alle umgebracht haben. Theoretisch. Aber Videospiele haben halt ihre eigene Logik, ne? Das ist ein Höhlenloch. So, haben wir alle? Mann, diese blöde Tür, die ist ja super ätzend. Ich habe auch immer das Problem, ich kann nicht vernünftig durch Türen durchlaufen. Der will immer die Türen aufmachen. Ja. Beide da haben wir schon. Nee, die sind. Ja, machen wir weg, das Ding da. Reicht jetzt auch noch. Oh, da ist ein krasser Helm drin. Hast du magischen Helm? Ja, wir haben alle schon magische Helme. Ja, du könntest noch einen Hut tragen, aber. Ja, aber nix. Nee, nicht sowas. Was hast du nur für einen Helm gefunden? Nichts Spezielles. War nichts Krasses. Jetzt gehen wir hier nochmal gucken nach den beiden Händlern. Achso, ja, aber wo ist es denn? Bei Alice mal. Ach Gott, bei mir. Oh, nee, hier kannst du noch ganz viel mitnehmen. Doch, das war das letzte da, was ich dir geschickt habe. Da ist auch der Helm. Dritte von hinten. Achso, aber das ist kein magischer. Ich dachte, das wäre ein magischer. Ja, hab ich ja auch nicht gesagt. Ich dachte, das war einer. Ach, hier ist Abtrirak. Was ist Abtri, was? Da bin ich viel zu groß für, sag mal. Abtrirak, was los? My penitent child. The goblins have blood on their minds. I am leaving. I suggest you do the same. Ach, ich hab immer noch dieses komischen Bug. Ich hab sogar das Spiel schon mal gestartet. Ich hoffe, es ergibt sich, wenn wir es. Hier liegt ganz viel unten rum. Anstatt du da hochkletterst, hättest du das alles einsammeln können. Ja, ich war plötzlich in dem Dialog drinne. Ja, ja, ja. Und dann ist er da auch automatisch hingelaufen. Ja, ja.
Immer das Gleiche. Ja, toll. Jetzt bist du im Dialog. Ja, der fand es nicht toll, dass ich da was genommen habe von dem, was du wolltest, dass ich nehme. Ja, ich dachte, der ist auf unserer Seite. Ja, vielleicht auf deiner. Der kennt mich doch gar nicht. Warum? Was war dabei? Du hättest dich mal züchtigen lassen können. Was soll ich jetzt machen? Tja, ist jetzt unseres, oder? Was soll er machen? Sollen wir den da töten, oder was? Puh, wer ist er? Ich kann ihn doch gleich angreifen, wenn du willst. Nö, ich würde ihm die Wahl lassen. Entweder er hat damit jetzt so ein großes Problem, dass wir ihn töten müssen. Die Guards will be hearing of this. Oh, die sind tot. Cool. Die sind schon tot. Bitte so weg. Baller da, Mann. Das leckt, das war lustig. Bei mir. So, gibt's jetzt was Tolles? Den Wachen erzählt er davon. Ich glaube, sagt er ihm. Soll er doch. Ja. Denkt er, wer ist? Kann er mal versuchen, das den toten Wachen zu erzählen. Ey, das waren irgendwie 6 Waffen oder so. Das lassen wir doch nicht liegen. Hier ist ziemlich zappenduster, muss man sagen. Also ab jetzt bitte alles an den Nissa schicken. Ja, okay. Sind auch schon wieder fast wieder durch, ne? Ja. Gleich das Ende. Oh, da hinten haben sie sich aber noch zusammengerauft. Ja, eigentlich ein bisschen schade, dass wir Häuschen so früh schon haben, weil wir hätten... Mich hätte interessiert, was es noch so für Gesprächsoptionen gegeben hätte mit den ganzen Goblins. Ja, Schwund. Du immer Schmund, Wund, Mund. Los mit dir. Du wolltest doch eh nochmal mit mir spielen, wenn wir böse sind. Ich spiele immer mit dir. Annie? Aber wenn wir böse sind, müssen wir gucken, ob wir uns mit denen verbünden können. Wir müssen alles dann richtig böse machen. Ja, ob wir dann mit denen zusammen die Elfen im Hain abschlachten können und die Tieflinge. Aber wir gehen zuerst oben lang, oder? Unten hat der Typ gesagt, das ist sein komischer Kumpel oder was? Wir erst oben alles töten, oder? Soll ich mal die Kriegstrommel machen? Mach mal. Ich will das nicht machen. Der fässt es nicht ein. So, hier ist das. Oh, hier ist... Oh, ein toter Gedankenschinder. So ist die kaputt gemacht. Hä? Guck mal, hier ist so ein... Das ist ja gar kein Goblin. Das ist ja ein Elfenmundmann. Hier so ein Teufelswesenmann. Novize der Absoluten. Das ist die wahre Seele der Absoluten. Oder ist ein bisschen krasser, oder? Wie viel Leben hat der? Wer hat der Typ da am Thron? Ja, ich speichere mal. Nee, das ist kein Teufelsmann. Vielleicht das ist so ein... Ich glaube, das ist echt so ein Supergoblin. Der hat auch so eine Nase. Supergoblin. Den Hobgoblin. Auch so eine Nase. Oh, wie rassistisch. Alter. Ja, hallo, das sind ja... Hast du nicht Fantasy geguckt? Goblins sind niedere Wesen. Ja, mag er sein, aber... Still alive. So, that's progress. Goblin-Rassismus. Merkt. Ja. Da sind super viele Sachen. Ich gehe mal hier in die Tür und... Hier ist noch eine Ratte. Da sind nochmal 3 Mannmundmänner. Der fängt an. Oh, du bist der Zweite. Ich stehe im Weg. Du musst über mich drüber springen. Du musst über mich drüber rutschen. Jetzt. Nö. Ah. Fuchs. Ist hier gar nichts. Nur sterben. Oh, irgendwann. Ja, schade. Oh, den einen weiter links hättest du nicht getroffen, wa? Nee, der ist ein bisschen... Nee. Oh ja, das ist schön. Ja, das ist eine gute Aktion. Ja, danke. Spurenleserin Nicknuck.
Nicht genug, Alter. Vielleicht ist sie verwandt mit einem gewissen Snack. Nack, nack, Alter. Oh, kritischer Fehlschlag, ne? Das ist ja richtig gut gelaufen. This is my time. Really, Billy? Making my move. Ich fass es nicht, Inessa hat schon wieder getroffen. Das reicht jetzt langsam. Also Willy Billy ist ja mal auch mächtig, ja? Ich spreche mal mit der Ratte. Mit dem Rattenmundmann. A longing for small spaces. Stone walls hugging close. Confining. There is a light here. In the tight space beneath the floor. Secret things that shine. Warum spricht der denn nicht mit der Ratte? Sprich jetzt mit der Ratte, verdammt. Ach, mit Tieren spricht. Feel the rat's impatience to rip. Ja, da halt nicht. No one back home will ever believe this. Na, dann nimm mal mit. Don't waste a step. Ja, Freunde der Sonne. Und dann sind wir wahrscheinlich richtig garstig heute, ne? Der Krieg gegen die beiden anderen Bosse gibt's dann erst beim nächsten Mal, ne? Ja. Ihr habt's wahrscheinlich befürchtet, aber. Der Goblin-Schwund. Wir wollen ja, dass ihr wieder einschaltet. Die Einschaltung macht. So, guck mal. Wir können noch mit dem im Käfig reden, wenn du willst. Ja, warte. Käfigmundmann. Warte mal, das hier ist keine Ware. Das geht zu Alice mal. Der Rest hier geht zu Inessa, ja? Inessa. Was gibst du mir schon wieder hier für Sachen? Sachen. Mein Mund, Sachen. Im Käfig. Brakal. Praise his ever bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubiet. You know Maglubiet. A tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as gormless as the rest of them. Okay, wieso hat man euch in den Käfig gesteckt? Cause I'm loyal to Maglubiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Ihr meint vermutlich die absolute? Götter sind launig, Maglubiet interessiert hier einen Dreck. Die absolute, die anderen Goblins scheinen sie zu lieben. They like feasting, fighting and fornicating. Who doesn't? Absolute gives them that. Gotta know your place in the world, though. Maglubiet's kept us in line. That's what a god's supposed to do. Okay, und jetzt lassen wir dich da raus, oder was? Kein Fallen, schärfer Werkzeug verfügbar. Da ist eine Falle dran. Einmal bitte befingern. You think this is funny? Wenn es plötzlich wird, mache ich zuletzt hier drin. Das ist sicherlich sicherer als draußen. Ich will gar nicht raus. Okay. Ist mir egal. Finger rein. Spinner sein. Finger rein. Entschärfen. Ihr wisst, Darmkrebsvorsorge. Ganz wichtig. Einmal Prostata-Untersuchung. Ja, schon muss man auch mal machen. Oh Mann. So, öffne die Tür, Noxy. Die Eröffnung. Komm raus da jetzt. Ach du. Look at where the Absolute's love gotten. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Nice. 15 EP dafür, dass wir ihm geholfen haben. Ja, ist doch nett. Also bei mir habe ich einfach den Käfig in die Tiefe fallen lassen. Und ein potenzieller Freund in einem neuen, anderen Lager. So, dann bleiben wir hier, hä? Ja. Können wir uns hier gleich mal
mein Willy Billy. So. Let's move. So. Soll ich der Bärenmundmann hin? Oh, ich weiß gar nicht. Warte. Der ist voll weit weg. Wo ist er denn? Ach, der steht. Ach, hä? Wie ist er denn da hochgekommen? Der kann die Leiter benutzen, als ob der Bär die Leiter benutzen kann. Ja, geil. Ist ein Leiter ein Bär oder was? Hä, das glaube ich ja wohl nicht. Wer ist der Leiter ein Bär? Als ob das passiert. Can't give up now. Ja, man konnte sich aber auch irgendwie von seinem Begleiter trennen. Alle gruppieren. Überladen. Ja. Muss was Wichtiges tun. Ich muss was Wichtiges tun. Ja. Du schmeißt die Kiste darüber. Ich wollte sie einfach nur loswerden, weil ich habe sie die ganze Zeit dabei und die ist voll schwer. Na dann. Hau ruck. Schmeiß sie in den Tod. Vielleicht finden wir sie wieder. Irgendwo. Nee, die ist geplatzt. Ich bin einfach zerschellt an der Wand. I have a lot on my mind. And, well, mit dem Bärmundmann. Gesprächsoption. Krass, aus. So, ja? Nee, passt immer noch nicht. Nee. Nee. Der Sound wird auch jedes Mal schlimmer, ne? Ja, das ist das. So, jetzt ist er noch schön. Schön. Traumhaft. Speicherung.